Servus Leute, was geht? Heute der erste Tag von den Videos, die kommen werden, die ihr bewerten müsst und wo ihr sagen müsst, euch das gefällt. Und ich weiß, wenn ihr greift euch jetzt garantiert alle auf den Kopf, denke ich, was? Minecraft, das sagt doch voll, das kann und das macht doch sowieso jeder und nicht du auch noch mit dem Scheiß und mit dem Schund. Aber ich denke mir, das einzige Problem, was Minecraft hier hat, ist, dass alle sagen, wir spielen so random ewig lang Minecraft und das ist so langweilig in Wirklichkeit, sind wir uns ehrlich. Du machst mir da eine coole Map runter, die heißt The Forgotten Land, könnt ihr auch runterladen, habt ihr in der Videobeschreibung drinnen. Wenn ihr gerne viel Minecraft spielt und so. Und es läuft halt darauf hinaus, ich lade die Map jetzt, ich hoffe, das ladet doch einwandfrei. Das läuft halt darauf hinaus, dass ich hier spawn und ich habe da eine Insel, auf der bin ich gespawnt. So, ich hoffe, das ladet das auch einigermaßen gut. Und ich habe auch ein Ziel vor Augen. Und das ist ja was, was bei Minecraft irgendwie selten der Fall ist. Und ich mache jetzt nachher gleich auch mal die Musik an, werde ich da trotzdem weiter erzählen. Ich mache so. So, ich mache da gechillt die Musik an. So. Ich hoffe, das funktioniert und das ladet da jetzt nicht so unnötig und das funktioniert das mit der Aufnahme. Mein Computer ist ja nicht so gut. Aber das ist halt eine Insel und das ist ganz cool. Das ist einfach wirklich random eine Insel, die hat jemand generiert, die hat jemand gemacht, die hat jemand gestaltet. Da hat er ein paar Sachen versteckt, Chests und so weiter und so fort und solche Scherze. Und der hat sich einfach gedacht, was ich gebe das den Leuten. Und ich töte mal ganz kurz das Schaf. Ich glaube, die ist ein bisschen zu laut, oder? Ich glaube, die Musik ist zu leise in Relation zum Sound. Ich mache den Sound mal so auf 70%. Ihr müsst mir da irgendwie in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwie was ändern haben wollt. Oder wenn ihr irgendwie sagt, macht doch mal dieses und jenes. Und das Ziel, also diese Map hat ja auch ein Ziel. Das finde ich ganz cool, deswegen spiele ich die und deswegen zeige ich euch die. Das Ziel ist, es gibt 10 Schallplatten. Es sind überall Chests und Minen und Höhlen und so Sachen versteckt. Und es ist halt so eine Abenteuer-Map und die ist ganz cool halt. Und da kann man halt 10 Schallplatten finden. Und das ist der Sinn hinter diesem Ding, das ich mache. Ich will einfach die 10 Platten finden. Und es stand, es gibt gleich am Spawn coole Dinge, ein cooles Ding. Und ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Ich habe da extra irgendwie so... Das ist... Warte mal, ich mach das ein bisschen leiser. Jetzt macht die Musik wieder leise. So. Das ist eigentlich so eine Musik von so einem YouTube-Dings. Dann habe ich ja... Ich werde den YouTube-Kanal sowieso verlinken. Habe ich auch in meiner Subbox. Ich finde, der macht ganz gute Musik zum Entspannen und Chillen. Und ich glaube, ich will jetzt nicht predikten, ja? Aber das sind Blumen perfekt. Im Kreis, da muss was drunter sein. Warte mal. I'm a genius! I'm a genius! Ich habe schon bereits was erobert. Ach, ich bin so genial, ich bin wirklich der Herrscher der Welt. Cool, ich habe Fischbrot und Dings. So, ich nehm die Kiste da auch gleich mit. Und es wird nicht darauf hinauslaufen, dass das so langweilig ist wie bei allen immer. Ich bin anders als die anderen, glaubt mir. Ich mache da Minecraft und das wird ganz, ganz spannend. Nein, ich glaube trotzdem, dass es ganz cool wird, weil es einigermaßen zum Entspannen ist. Ich denke mir, es ist ganz angenehm, vor allen Dingen, wenn man dann nur Call of Duty Competitive sieht. Und wenn dann das zweite irgendwie ein Action-Let's Play oder sowas ist. Und dann so ein Minecraft zum Chillen. Wenn man sich das dann am Abend gibt, glaube ich, ist das ganz cool. Ich werde da auch nicht einen auf Pseudo- oder Moralapostel machen und sagen, ja... Ach, jetzt mit der komischen Stimme schon wieder. Das ist immer so, wenn jemand nachahmt hier auf YouTube, dann... Ja, ich ahme gerade jemanden nach und ich mach unabsichtlich diese komische Stimme, da ist ein Loch. Ja, und dieses Nachahmen, das finde ich eigentlich ganz komisch. Egal, ich mach's trotzdem. Gut, und ich will auch nicht der Moralapostel sein, euch da irgendwas von der Welt erzählen. Kenne mich ja selber nicht wirklich aus. Aber ein paar so Geschichten kann ich euch das sicher erzählen nebenbei. Aber trotzdem darf man das Ziel vor Augen nicht verlieren. Ich muss die erste Nacht überstehen, erstens. Ich werde mir da kein Haus bauen oder so ein Müll. Ich muss ja die Map erkunden. Ich muss mir da ein bisschen was anschauen. Ich muss aber irgendwas finden. Ich möchte meine Schallplatten finden. So 10 Musikplatten gibt's halt, ne? Ich glaube, das ist ganz cool, wenn man die da sucht, ein bisschen rumstellst auf der Map. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich habe auch keine Mods oder sowas, das gibt es da nicht. Und Cheaten tun und sowas kann ich auch nicht. Weil ich weiß nicht, wie ich einen Creative Mod da kann. Ich weiß, es gibt einen Befehl für Game Mod, aber ich glaube, ich habe da keine Dings dazu, keine Rechte. Warte mal, Game Mod 1 oder so. Ah, ich habe keine Rechte dazu. Und ich will das auch gar nicht ändern. Ich bin da ganz ehrlich. Ich baue mir dann irgendwo da so ein Häuschen hin, da sammle ich meine Platten, da gehe ich immer wieder hin. Und ich hoffe, wir verlieren und verirren uns da nicht und finden das Häuschen nicht mehr. Und es stand aber auch, es gab einen Dungeon irgendwo. Also so einen richtigen Dungeon mit Minecarts und so ein Klumpert. Aber ich finde da gerade irgendwie gar nichts. Und das ist jetzt halt in der Testphase. Ich nehme da jetzt so eine Stunde oder sowas auf und warte dann ab, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet, ob ihr das gut findet oder eher sagt, nein, das ist eher nicht so toll. Und ich werde jetzt auch mal ganz dreist mal das Holz verarbeiten. Das ist übrigens mein Avatar. Ich habe es ja legit gekauft. Minecraft. So, dann machen wir uns so ein paar Sticky. Ja. Und dann basteln wir uns ein Crafting Table und dann hätte sich der Kuchen auch schon mal erledigt. Warum machen wir das? Ihr kennt Minecraft ja eh alle. Wir wollen uns da jetzt ein bisschen so Stein holen, weil wir kennen das ja so Standardgeschichten. Das ist eh alles ganz Standard am Anfang. Ich hole mir da ein bisschen Stein, baue mir einen Ofen. Und das Coole ist, ich werde da mehr herumwandern, ich werde nicht viel abbauen und so unnötigen
unnötig jetzt Zeug machen, das ist immer so langweilig zum Anschauen. Ich weiß, aber ich werde da ja Fast Pace machen, ein bisschen, dass da was vorangeht. Und das Ding ist halt, ich werde mir eventuell ein Haus bauen, wo ich dann die 10 Schallplatten sammle, aber ansonsten bewahre ich das halt auf. Ich habe da irgendwie 9x4, also sind das 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja. 9x4 sind 36 Slots und da sind dann halt 10 belegt, das heißt, ich habe nur 29 und ein paar so Geschichten wie das Ding muss ich halt fix immer dabei haben. Und so ein Ofen wäre halt auch nicht ganz so wirklich verkehrt, wenn ich den mal dabei hätte. Und ich brauche noch einen Stein, verdammt. Das wäre halt auch nicht verkehrt, wenn man den immer dabei hat. Und ja. Deswegen glaube ich, dass das ganz interessant sein dürfte. Ist es nur mal meine persönliche Meinung. Und wenn ihr wirklich sagt, ja, das klingt alles total schön und gut, aber Minecraft sagt einfach und ich habe keine Lust auf Minecraft, dann gibt's bitte doch eine negative Bewertung, weil sonst weiß ich es nicht. Oder enthaltet euch eure Bewertung oder schreibt in die Kommentare rein. Wir haben keinen Bock auf diese scheiß Minecraft. Und das sagt, so, was brauchen wir mehr Stein eigentlich? Ich habe 12, das reicht, oder? So, da gönnen wir uns eine Schaufel, gönn dir, zack. So, und den Rest verarbeiten wir auch noch. Wenn euch die Musik auch nicht passt, das ist halt wirklich gechilltere Musik. So, das reicht, oder? Dann genehmigen wir hier uns noch ein Bettchen, damit wir dann auch noch pennen können in der Nacht. So, damit wir in der Nacht wandern müssen. Und die Slots neigen sich dann auch schon langsam schon dem Ende zu. So, Fackeln brauche ich da. Fackeln wären ganz gut, aber das trifft sich da eh ideal. Mehr oder minder, dass ich hier ein paar Kohlevorkommen habe. Auf eine Kohleader stoß. Ist aber auch ideal, da Anfang der Berg. Und wir müssen uns auf ein Nahrungs... müssen wir uns da spezialisieren, weil ich kann es mir nicht leisten, 5-mal gebratene Fleisch von Huhn, von Schwein und von Rind da mitzunehmen. Das geht einfach nicht, sonst sind alle Slots belegt, also das Ganze gebraten und dann nicht gebraten, das geht sich einfach nicht aus. Ein bisschen Holz, glaube ich, brauche ich im Endeffekt noch. Machen wir uns da erstmal ein bisschen Torches. 16 reichen die? Ach, weißt du was? Dann nehme ich mir das ganze Holz, mache mir da Stickies von. Und so, gönn dir. So, sollte passen, oder? Sind wir bereit? Nehmen wir das wieder mit. Ja, die Musik ist cool. Ich weiß, das ist... Ich versuch's auch gar nicht auf lustig zu trimmen oder so. Das ist einfach wirklich nur zum Chillen. Ich finde das extrem angenehm. Ich würde mir sowas reinziehen. Ganz ehrlich, deswegen habe ich mir auch gedacht, mache ich das. Ich habe lange überlegt, soll ich sowas machen, weil das... Jetzt sind wir uns ehrlich, das macht dann jeder. Und ich würde gerne dieses Minecart-System finden. Es ist der erste Berg da. Da müsste das irgendwo sein. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert auch. Ich nehme da übrigens mit Dextory auf, falls das wer kennt. Ich habe mir das gekauft. Aber nur in der Light-Version. Ich bin voll legit unterwegs. Ich raff's einfach nicht, dass es bei dem Berg nichts gibt. Ich bin da ganz ehrlich, da war direkt am Anfang ein Blumenkreuz. Also so ein Blumenkreisel. Und da war eine Chest drin. Wieso ist hier nichts? Das ist doch ideal da. Und halt nicht. Auf der anderen Seite vielleicht. Im Fluss könnte auch was sein. Und es geht halt wirklich darum, unsere 10 Schallplatten zu finden. Ich hoffe, wir finden gleich, also wir finden im Vorstellungspart gleich eine. Das wäre schon cool. Wenn wir da direkt im ersten Part, wo ich euch sage, schau, das ist so super toll. Wenn wir da gleich so eine Schallplatten-Chest finden. Also eine haben wir schon gefunden. Ist das schon mal ein Erfolg? Kann sich ja keiner beschweren. Gut. Also ich gehe da jetzt mal runter. Wir müssen auch dann irgendwann ans Essen denken. Es stand doch am Anfangsberg, ist eine Chest. Die haben mich betrogen, die Schweine. Dann halt nicht. Ich möchte es nicht direkt am Anfang vorbeilaufen und dann steht dann in den Kommentaren, du bist so ein blindes Huhn. Direkt am Anfang war doch irgendwo eine Höhle und du bist einfach dumm. Und vor allen Dingen in der Beschreibung, es stand nichts bezüglich, also es steht, dass eine Insel ist. Ja? Und da steht, dass es irgendwo am Anfang gibt es ein paar Sachen. Wie eine Höhle ist am Anfang irgendwo instant. Und ich habe eine Höhle! Oh, da ist eine Chest. Ich gönn mir. 1v1! In your face. Ach so sehen die Dinger aus. Ich dachte, die sind. Okay. Das sind nicht nur so Starthilfen. Ich habe daneben geklickt. Ich hab's überlebt. Ich hab's Creeper-Geräusch gehört und aus meinem Fenster geklickt. Ich hab's aber überlebt. Oh, get lucky. Ich weiß auch gerade 9 Minuten nehmen wir schon auf. Gut. Ich werd den Part zu 20 Minuten halten. Ich weiß, der wird etwas länger sein, aber ich denke mir, das dürfte ganz interessant sein, dass ihr auch einiges davon seht. Ich will jetzt nicht nur so ein Blödsinn da zeigen. Ich will noch schon ein bisschen was zeigen und zu sagen, schaut euch das an. Vielleicht ist es interessant für all jene, auch die, was sie sagen, ich bin voll der Minecraft-Pro und das juckt mich eigentlich nicht die Bohne, was du da irgendwie erzählst. Und ich würde gerne ein paar Küchchen finden, weil ich möchte mir eine Lederrüstung machen, deswegen mache ich auch Jagd auf Kühe, auf Rind. Ich brauche Rind. Vor allen Dingen habe ich heute Nudeln bestellt vom Asiaten.
Kennst du Asiaten? Mein Lieblingsasiate hat zugemacht. Das ist... Oh, ich dich natürlich nicht. Mein Lieblingsasiate hat zugemacht. Das ist eigentlich eine ganz traurige Geschichte. Und ich suche mal noch... Da war am Anfang, haben sie gesagt, irgendwas mit Minecraft. Ich würde das gerne zuerst finden. Bevor ich mich hier in die Weiten... Ich wette, was da oben am Berg ist, was. Ich wette, 100... Gehen wir auf den Berg rauf? Ah, never mind. Wir gehen jetzt auf den Berg rauf. Ich wette, was da oben ist, was. Und ich... Es ist einfach obvious. Ich probiere das jetzt. Wenn wir da oben was finden, ja, dann ist das eine coole Map. Und mein Lieblingsasiat dazu, weil ich da gerade schon am Erzählen bin, ich höre da lauter Skelette oder Zombies. Da ist, glaube ich, eine Höhle irgendwo bei. Und mein Lieblingsasiat dazu macht, und das ist eigentlich nichts Tragisches, wenn man sich überlegt, ja, gehst halt zu einem anderen Asiaten. Aber ich war bei dem ganz gern und das hat einen Grund. Und zwar, der hat mich öfter mal eingeladen. Ich weiß nicht, ich war irgendwie ganz gut mit denen. Und immer wenn er gesagt hat, er braucht irgendwie Hilfe. Und das wissen nicht mal meine Eltern. Also ich habe denen nicht mal was davon erzählt. Aber immer wenn der gefragt hat, ob ich nicht nachher helfen mag, weil ich mit denen geredet habe, ich weiß gar nicht, warum ich mit... Ich glaube, ich habe Ding gesagt, das ist ein Japaner gewesen. Und da gibt es halt so Sushi und... ach, wie heißt denn das? Jetzt fällt mir ums Badun nicht der Name ein. Ramen. Kennt ihr Ramen? Das ist so eine traditionelle japanische Nudelsuppe mit Nudeln und so... Ja, da liege ich ja wirklich Scheiß drin. Und das ist ganz geil, das schmeckt extrem gut und das kostet eigentlich ziemlich viel auch. Also ich weiß nicht, warum es bei uns so teuer ist. Das ist in Japan so ein traditionelles Instant-Nudel-Gericht. Ich gehe da auf den Berg, by the way, nebenbei hoch. Und der hat mir dann halt auch da ab und zu nochmal was gratis gegeben. Und habe ich halt als Kellner auch mal ab und zu aufgeholfen, wenn der gemeint hat irgendwie, ob ich nicht mal mag. Und das Ding ist halt... Also ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es ganz cool, wenn ich bei denen im Sommer arbeiten könnte. Wir haben mir schon irgendwo was ausgemalt, aber da hat jetzt dicht gemacht. Ich weiß gar nicht warum, er hat mir gar nichts erzählt. Und das ist eigentlich relativ schade. Meine Eltern haben davon gar nichts gewusst, ich habe denen nie was erzählt davon. Weil ich bei dem wirklich teils, ich habe da einfach kostenlos ein bisschen sogar, also er hat mir nichts bezahlt, ich wollte auch gerade, ich weiß nicht, es war irgendwie, es war einfach ganz lustig. Ganz ehrlich, da bin ich auch ehrlich. Und wenn ihr da irgendwie, ich weiß nicht, ich bin mit dem einfach ins Gespräch gekommen, wenn ihr auch sowas mal habt, dann könnt ihr da hingehen. Ich habe zu dem irgendwie gesagt, Itadakimasu, das ist halt so Mahlzeit. Ich weiß nicht, und da hat er mich drauf angesprochen irgendwie. Ich glaube, also, er hat da irgendwie gleich mit mir japanisch reden wollen und ich habe ja nebenbei ein bisschen mal japanisch gelernt, neben der Matura. Und es, ja, es ist absolut gelernt, aber weißt du, so wie man halt so Sachen lernt, nur so ein bisschen nebenbei, weil es einen halt interessiert. Und da hat er mit mir reden, aber gesagt, oh, ich kenne mich da nicht aus, ich hab's nochmal und ich wollte es mal so zum Spaß machen. Und, und dann, ich weiß nicht, wir sind halt ins Gespräch, wo man ein bisschen miteinander geredet, war dann in den Chest, nein. Wie hoch ist es noch? Boah, ist es hoch. Ich gönne mir da Schnee, ich glaube, ich baue mir gleich ein Ico noch. Oh. Ach, da könnte was sein, oder? Ja. Ich will erst auf die Bergspitze gehen, damit wir mal was von der Map vielleicht sehen. Zack! Das ist Ezio! Und so. Und der hat halt eben dicht gemacht, fand ich relativ schade, weil das war mein Lieblingsasiate. Und hat mir gar nichts erzählt. Das ist halt... Ach komm schon, das ist doch... Das ist noch nicht mal top und ich... Also, na... Ja... Hammer, da bin... Oh mein Astro! Es ist zwar keine Schallplatte drin. Ich weiß gar nicht, findet man die Schallplatte dann nur in Rätsel-Dungeons oder findet man die da oben dann auch? Also ich habe jetzt genug Diamanten mal, um mir eine Diamantspitzaxt zu bauen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich gehe jetzt nochmal top. Vielleicht finden wir da oben eine Schallplatte. Oh. Okay, findet man nicht. Aber egal. Mein Inventory ist voll mit Schneescheiße. Okay. Ich bin der Herrscher der Welt. Da gibt's so eine Werbung davon. Und mit der wunderschönen Musik, die wir gerade haben. Mit Klaviergeklimper. Ist das nicht wunderschön? Und wo ist mein Bettchen? Ich gönn mir da oben jetzt mal eine Mütze. Schlaf. Kann ich da oben mein Bett nicht platzieren? Erzähl bloß. 3 muss das Ding hoch sein, oder? Damit ich nicht in der Wand bugge. So. Ja. Das ist mein improvisiertes Iglo, meine verehrten Damen und Herren. So. Den ganzen Schneemüll brauche ich eigentlich nicht. Dann gönne ich mir hier noch ein bisschen Erde, damit ich das Bettchen platzieren kann. Und das soll funktionieren. Ha! Guti. Ja, und wie gesagt, der Asiate, der Sumo, tut mir leid. Ich fand den cool, aber kann ich euch nur empfehlen, irgendwie so, das bockt ultra. So, ich schmeiß den ganzen Müll da jetzt mal vom Berg nachher runter. Ich will mein Bett haben. Zack, zack, zack. Da haben wir das Bettchen. Und die Schneebälle. Ach, was hast du? Nein, ich brauche keinen Schnee. Wozu sollte ich mir den Schnee mitnehmen? Das brauche ich alles nicht, brauche ich nicht. Hier, Natur, nimm, was zu dir gehört. Okay, ach genau, die wollte ich mir mitnehmen. Ich nehme ja die Kisten mit, damit ich dann im Haus keine mehr basteln muss. Jetzt habe ich wieder den unnötigen Schnee mit. So, wo gehen wir hin? Also da sind wir herkommen. Da unten wollen wir uns das bauen. Das sieht schon cool aus. Also die Map ist geil. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Die Map ist geil. Wir könnten dahinter gehen. Ist das eins? Ich erkenne da fast gar nichts mehr. Aber da auch. So,
So, ich gehe da jetzt runter, ich brauche was zum Jausen. Ich nehme mir dein kleines Jausen-Paket jetzt. So, Lunch, eine Bento-Box. Ich kann euch hier japanischen Unterricht geben. Eine Bento-Box, das ist so eine Bento, so eine Bento-Box. Das ist so ein Essen, so ein Lunch-Paket. So in die Richtung. Das ist eigentlich, sollte man kennen. Zack, get on my level, Loop. Und ja, das gab's da halt auch. Das musste ich mir aber immer kaufen. Die Dinger sind noch ultra teuer. Kostet gleich 13 Euro. Ich weiß nicht, wenn das bei euch billiger ist, dann kann ich mal erzählt. Aber bei uns so allgemein so asiatisch essen ist eigentlich relativ teuer, außer halt so Instant-Nudeln und so Zeug. Aber der Fluss endet da. Ich bin mal so frech. Cool. Und oh, wie viele Creeper das sind. Das ist ja unglaublich nervig. Ha. So. Ich bin mal so frei und gönn mir da ein bisschen wieder eine Prediction, dass da unten am Ende des Flusses was ist. Oh, Knochen. Die Knochen nehme ich auch mit, falls ich einen Hund bändigen muss. Ich musste Hunde bändigen. So, jetzt sind wir unter dem Ding, ist ein Niveau. Wie lange nehmen wir schon auf? 16 Minuten. Oh nein, ich würde sagen, das neigt sich zum Ende zu, obwohl wir noch keine Schallplatte gefunden haben. Wir haben schon zwei Chests gefunden. Jetzt könnte ich ungefähr ein Bild davon machen. Ich schaue jetzt noch runter, ob wir da gerade irgendwo eine Höhle finden. Ein bisschen Kohle vorkommen, das brauche ich alles nicht eigentlich. Und wie gesagt, ich werde da weniger abbauen, weniger auf... Ich baue mir ein Häuschen und mache es mir gemütlich. Ich werde da mehr machen in die Richtung einfach. Schauen wir uns die Map an, weil die ist halt richtig geil. Ich habe eine Höhle. Okay, da oben ist mal erstens eine Höhle und zweitens... Ach komm, das ist doch zu obvious. Ich muss rein ganz kurz. Bevor wir diesen Part beenden, beziehungsweise ich weiß noch nicht, ob das ein einziger Part ist oder... Ob wir da mehr machen. Okay, da ist nichts drinnen. Ja, sag niemals nie. Okay, ich sag nie. Nein, da ist nichts. Okay, hat sie erledigt. So. Da war wohl nichts. Da oben aber in die Höhle schauen wir noch rein, die wir da gerade gesehen haben. Irgendwas hat gerade was abgebaut. Das mag mir ganz und gar nicht gefallen. Aber das wär cool gewesen, wenn da direkt so im Wasserfall wäre schon. Guck mal. Gibt's da, kann man da unten durch? Ach, ich gehe jetzt in die Höhle oben rein, gönn mir da die Höhle und dann springe ich da nochmal runter in den Wasserfall und schaue, ob da was ist. Wenn da nichts ist, dann beenden wir den Part. Wenn da was ist, dann beenden wir nicht den Part und schauen noch in die Höhle rein und dann in die, ja, Unterwasser-Dings und dann war's das aber. So, Zombie, gönn dir. Ja, doch, nein. Ja, what the fuck? Was geht schief? Was ist das? Das sind mindestens zwei Spawner und das sind mindestens Skelette und Zombies und ich muss unbedingt Leben holen. So, da futtern wir noch eine Runde Brot. Die Nahrung der Bettler und Armen. Obwohl wir weder Bettler noch arm sind und Bettelarm schon gar nicht. Oh, der beste Joke ever. Get on my joke. Nein, das sind Giftspinnen. Ich lasse das. Ich will nicht recken. So, okay, auf jeden Fall ist da eine coole Dings. Eine coole Höhle. Und ich glaube, ich habe da gerade keine Kiste gesehen. Das sind Giftspinnen. Die mag ich ganz und gar nicht. Ich gehe da jetzt nochmal in den Wasserfall rein. Weil mir der einfach zu suspekt ist. Schade. Gut, da ist nix. Und dann würde ich sagen, ich beende das auch gleich. Ich schwimme da jetzt noch ein Stück. Gönn mir hier ein, zwei Küchen. So, ein bisschen Nahrung für den nächsten Part aufsammeln. Und dann, nach geschlagenen paar Minuten, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen verzögert bei mir in der Aufnahme unten, weil ich ja noch vorher 1, 2, 3 Tests hab sagen müssen und das Ganze synchronisieren und so. Ist ja aber ungefähr so um den Dreh herum was. Jetzt bei 16, 17, 18 Minuten, was dürfte mal sein. Ich würde sagen, wenn euch das gefällt, wie gesagt, Daumen hoch geben und oder in die Kommentare schreiben, unbedingt sehen. Mag ich und wie gesagt, die Map habt ihr ja auch nochmal in der Videobeschreibung, das habe ich schon mal erwähnt. Und in diesem Sinne, ich grabe mich da nochmal an die Oberfläche, damit ich mich hier schön mit euch, für euch, bei euch verabschieden kann. Und ich glaube, das ist halt ganz angenehm. Ich werde auch nicht zu viel Unsinn erzählen, aber so ein paar so Geschichten kann ich da erzählen, das dürfte ganz cool werden. Ist halt nur persönlich, ich würde es gern machen, ganz ehrlich. Da rede ich auch gar nicht drum rum. Aber ich lege das trotzdem in eure Hände. Wenn ihr das sagt, euch interessiert das überhaupt nicht, dann lasse ich das. Wenn ihr sagt, doch, das ist eigentlich ganz cool und eine Abwechslung zu Call of Duty. Und es ist natürlich jetzt nicht, wird nicht Überhand übernehmen und so. Und hier ist leider nichts, oder? Ach, schade, auf eins. Das ist schon wieder so ein obvious Berg. Das wäre cool, wenn da auch noch was gewesen wäre. Gut, in dem Sinne, ich glaube auf... wir gehen dahinter. Was sind da? Da war die Höhle, die komische, die lassen wir. In nächste Runde gehen wir in die Höhle rein. So, das ist es jetzt. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.